Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Was? Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Andernfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Finde Frank, hol die Kassenbücher und leg ihn um. Oh Mann. Frank hat uns mal wieder ein bisschen auf den rechten Weg gebracht und jetzt sollen wir ihn umlegen. Das ist echt scheiße. Hey, Ralphie! Was hast du heute für mich, Ralphie? Tommy, ich habe eine neue Kiste. Ja, wo? Ein kleines bisschen besser als der V8 mit 80 PS. Schöne kleine Maschine. Okay. Oh, in Rot-Weiß, nicht schlecht. Er hat eine neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Na dann zeig mal. Das war's. Danke, Ralphie. Cool. Danke. Jetzt gehen wir noch zu Vincenzo, holen uns eine Waffe und dann kümmern wir uns um Frank. Hey, Vinny. Ich brauche eine Waffe. Was geht, mein Freund? Hallo, Vince. Du weißt, warum ich hier bin? Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Gut.
Schrotflinte her. Ah, die Schrotflinte hatte ich doch schon mal im Hotel. Naja, passt schon. Stecken wir die Waffen ein. So. Und nehmen das neue Fahrzeug. Wir wollen es ja ausprobieren, ne? Obwohl der gelbe Flitzer, wo steht denn der? Hey, Ralphie! Ach, da drinne. Ah, okay. Alles klar. Wollte schon sagen, wo hast du mein Auto geparkt? Alles klar. Dann auf geht's zu den Kontaktmännern. Ah, diese Einfahrt ist echt zu klein. Nächster Halt, Chinatown. Ich frag mich schon, warum Frank uns verraten hat. Will er überlaufen zum anderen Don? Oder steckt da was anderes dahinter? Was Größeres? Oh, ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen schade, dass ich ihn umlegen muss. Ich meine, er hat Tommy so geholfen und wieder so ein bisschen, dass er festen Boden unter den Füßen kriegt und so. Jetzt sollen wir ihn einfach abknallen. Naja, gut. Chinatown. Ja, auf dem richtigen Weg. Gut. Hier geht's hoch. Jetzt mal schauen, mit wie viel km/h jetzt der hier hochfährt. Ah, 20! Oh Gott! Naja, gut. Arg schnell ist es ja nicht. Zieht der einfach rüber, Mann, ohne zu blinken, nichts! Die nächste. So, dann betreten wir mal wieder Chinatown und genießen wieder die ultra coole Mucke von diesem Ort. Hey, hey, wen nennst du hier einen Penner? Ah, da ist ja Biff. Dann packe ich gleich mal vor seine Schnauze. Du wirst doch nicht abhauen? Hey, Biff! Schöne Grüße von Mr. Salieri, Biff. Wir müssen wissen, wo sie Frank verstecken. Tut mir leid, Tommy. Das weiß ich nicht. Frag doch mal Little Tony. Er steht gut mit den Bullen. Little Tony? Ich hoffe für dich, dass du die Wahrheit sagst. Ansonsten fahre ich dich mal kurz um. Penner. Okay. Es kommt so ein bisschen. Oh! Es kommt so ein bisschen rüber wie mein kleiner grüner Kaktus. Jetzt gehen wir wieder raus aus Chinatown. Hey, hey, hey! Das gleiche Fahrzeug wie ich. Seit ich das Fahrzeug habe, fahren jetzt lauter solche Autos rum. Auch ein bisschen komisch, davor habe ich die nämlich nicht gesehen. Müssen wir die Unterführung nehmen, ja, müssen wir. Ja, da ist das gelbe Schlachtschiff, das haben wir ja schon. Bin mal gespannt, ob ich nachher alle Autos habe, wo es im Spiel gibt. Da, 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 da. Okay. Und schon sind wir in. Oh, 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 da ist jemand aufmerksam geworden und will mir einen Strafzettel geben. Renn mir doch hinterher, du scheiß Polente! Yeah! Ah ja, da haben wir sie ja. Die Schule. Wenn das eine Schule ist. Ah, ich glaube schon.
Ah, da steht er ja. Oh mein Gott! Nee, ganz ruhig, Lady. Ich park doch nur. Hey! Sag mir, wo Frank ist. Na, Tony, wie läuft's? Mr. Salieri will wissen, wo die Bullen Consiglieri Frank verstecken. Und Big Biff meint, du könntest was darüber wissen. Alles klar, Tom? Ich weiß nicht genau, wo sie Frank verstecken, aber ich weiß, dass da kürzlich so ein schräger Vogel war. Der hat was von Frank und den Bullen gezwitschert. Sie nennen ihn Joe der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der Brücke in der Nähe von Bertones Tankstelle rum. Du erkennst ihn an seiner Glatze. Danke, Tony. Du hast was gut. Danke. Verdammt nochmal, echt. Er hat sich doch da rausgeredet. Naja. Dann gehen wir mal zum anderen. Wo ist der? Oh ja, da können wir jetzt auch wieder über die Brücke hier fahren, nach Downtown. Oh naja, die ist schon wieder hochgezogen. Ja, ich hoffe, dass ich richtig fahre. Da muss ich jetzt wohl abwarten, bis das Schiff vorbeigefahren ist. Auf der anderen Seite ist auch noch die Bullerei. Ja, wie lang dauert denn das noch? Das Schiff ist schon lang durch. Mach das Ding runter. Ich hab's eilig. Ich glaube, ich heiz jetzt einfach an denen vorbei. Jetzt schön noch ein bisschen warten, noch und ich kann drücken. Perfekt. Langsam noch ein bisschen, bis die Polente weg ist. Bullerei. Okay, jetzt fahren wir hier hoch. Ah ja. Also jede Musik hat so, also jeder Stadtteil hat so seine Musik. Jetzt verstehe ich das langsam. Da ist das Hotel. Tja, das war's wohl. Das ist wohl geschlossen. Oh, wow. Verdammt, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Ach, egal. Ja, ist ja gut. Ist gut, ist okay, Herr Wachtmeister, ich halt an. Was ist denn los? Sie verwechseln mich, das ist der hinter Ihnen. Wo rennen die denn hin? Achso. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Ja. Kein Problem, wir haben genug Geld. Okay, kein Problem, hier ist das Geld. Genug Kohle, Mensch. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Absicht nicht, Herr Wachtmeister. Aber ich sag Ihnen nochmal, das ist der hinter Ihnen gewesen. Der fährt den gleichen Wagen wie ich. So, also gut. Haben wir mal wieder eine Strafe bezahlt. Und sind Ärger entkommen. Okay, der ist unter der Brücke, hat er gesagt. Dann müssen wir jetzt hier runter. Lukas hat sicherlich keinen Job für uns. Da unter der Brücke. Ah ja. Der Schwarze, oder? Hey, was ist los? Verschwinde! Wie verschwinde? Verzieh dich! Hey, du! Heißt du vielleicht Joe? Da bist du falsch. Ich heiße Pete. Lüg mich doch nicht an. Na, dann bin ich George. Tut mir leid für dich. Hey. Hast du vielleicht einen Zwillingsbruder namens Joe? Mein Bruder geht dich einen Dreck an. Ey, nicht so frech, Freundchen. Du weißt wohl nicht, wer vor dir steht. Also, ich muss schleunigst mit einem gewissen Joe sprechen. Den Typ kenne ich nicht. Okay. Du kennst ihn nicht? Ah, vielleicht fällt er dir jetzt ein, du blöder Penner! Kennst du jetzt Joe oder nicht? Okay, das reicht! Ich sag's dir! Na also!
Los! Du hast gewonnen! Hör jetzt auf! Ich verrate dir auch alles! Ich bin ganz Ohr. Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleust, wenn er in die Kassenbücher geht. Du solltest dich beeilen, er reist nämlich heute ab. Sie halten ihn in einem Schuppen gegenüber dem Tennisplatz in der Oak Alley versteckt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du Ratte! Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Ja. Dann muss ich mir ja auch nicht die Hände dreckig machen, Arschloch. Okay, erledigt. Gut. Dann sollten wir uns beeilen, wenn er sich aus dem Staub machen will. Gut. Schnell weg hier, bevor die Polente kommt. Und mir das noch in die Schuhe schieben will. So. Grad sage ich's und dann fahren sie um die Ecke. Krass. Glück gehabt. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Fahren wir mal nach New York. Nein, der Pfeil zeigt... Ja. Runter. Alles gut. So. Dann nehmen wir die Brücke. Oder, ja, die Landstraße oder was auch immer. Ist ja nicht wirklich eine Brücke. Oder doch eine kleine Brücke ist es ja. Oh je, oh je. Renn mir doch hinterher, du Vollpfosten. Ja, ich find's immer so lustig, wenn so Streifenpolizisten am Straßenrand so schreien. Ey, keine Bewegung. Uah! Fuck. Jetzt habe ich aber einen Unfall verursacht. Das war nicht so toll. Da oben fährt eine Bullerei. Ja, ich fahr sowieso in den nächsten rein. Oh, 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 oh. Unfall mit der Polizei. Oh je, das wird teuer. Ah, ich bin wieder im Reichenviertel. Hier hat sich also Frank versteckt. Verdammt, Frank. Warum nur? Ja. Pfeif du ruhig. Ist schon wieder einer am Straßenrand gewesen. Das habe ich schon gedacht. Dass die Polente wäre, die im Wagen war. Ach, ich muss mal im Tempomat reinmachen. Das nervt echt übelst. Da unten. Ich muss aufpassen. Ah, da ist der Tennisplatz. Sieht aus, als wären wir da.